unserem Pressegespräch. Sehr kurzfristig eingeladen. Von dem her danke, dass ihr es geschafft habt. Maurizio Jacobacci neben mir und anders als bei den Spieltagspressekonferenzen bekommt heute unser Cheftrainer die ersten Worte. Ist gut. Auf alle Fälle danke, dass ihr so kurzfristig hier sein könnt. Es war mir vielleicht wichtig, auch zwei, drei Dinge eigentlich zu erläutern, klarzustellen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, um eben diese Atmosphäre, die wir im Moment haben hier im Team, gedeihen zu lassen, was positiv ist. Ja? Positiv. Die Jungs machen hervorragend mit und klar, wir sind noch nicht am Ende unseres Weges, was die Kaderplanung anbelangt. Aber es hat doch das ein oder andere Thema, wo man sicher ein wenig ansprechen muss. Und darum habe ich gedacht, dass es gut wäre, wenn wir uns da treffen, um einfach gewisse Dinge einfach klarzustellen. Die Situation, die erste ist natürlich, was im Moment viel gesprochen wird und es schade finde, weil das Thema sollte das Team sein und nicht der einzelne Spieler. Das ist enorm wichtig, weil das Team steht an oberster Stelle. Aber trotz allem müssen wir das ansprechen, damit eben nicht irgendwie etwas aufkommt, was eigentlich nicht sein soll. Das ist Lackenmacher, man redet, man hat ihn auf das Abstellgleis gesetzt. Ich glaube, wenn man Lackenmacher ein wenig rückblickend analysiert, er hat die ersten 9 Spiele, glaube ich, 6 Tore geschossen. 1 gleich gegen Dresden, 2 gegen Meppen, 3 gegen Aue. Und das waren die ersten 9 Spiele. Es war top, ja, top Einstand von diesem Jungen, der aus der Regionalliga gekommen ist. Etwas Schönes kann man sich gar nicht wünschen, wenn man so zuschlägt. Also hat er Qualität. Danach hat er 9 Spiele nicht mehr getroffen. Hat dann, glaube ich, im 19. Spieltag gegen Zwickau ein Tor geschossen. Und danach wieder nicht getroffen bis zum zweitletzten Spieltag gegen Waldhof Mannheim. Das ist ein wenig statistisch, was Lackenmacher angeht. Hat jetzt in der Vorbereitungszeit auch nicht getroffen gegen Sechstliga und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz glaube ich an diesen Jungen. Wieso hat er 10 Minuten gespielt im letzten Spiel? Ihr wisst alle, dass sich 2 verletzt haben. Leider einer der Steinhardt, 2 der Glück. Scheiße. Ja, scheiße. Für so ein Spiel. Scheiße, dass sich jemand auch verletzt. Ist passiert. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nicht riskieren, weil wir halt an Stürmern nicht viele haben. Und trotzdem habe ich ihn nur 10 Minuten spielen lassen, weil ich nicht ihn etwas bewegen wollte, was dann am Schluss des Tages vielleicht dann auch passiert, dass sich Lackenmacher auch verletzt. Und dann sind wir wirklich in der... Das andere ist, dass wir eigentlich einen Plan für Lackenmacher hatten. Er hatte einen Vertrag bis 2024 und mein Plan war, ihm zusätzlich um 2 Jahre zu binden, das heißt bis 2026, mit eventuell der Möglichkeit im Moment vielleicht ausgeliehen zu werden für eine Saison, wo er eben zum Spielen kommt, was sehr, sehr wichtig ist für seine Entwicklung.
um dann gestärkt und verbessert zurückzukommen zu uns, um dann eben 2 Jahre Minimum für 60 spielen zu können. Das war unser Plan. Ich war eigentlich, wo ich mit ihm gesprochen habe, auch sehr überrascht, dass von der Ham-Seite, das heißt Herr Power, dazugekommen ist, aber nicht um Vertragssituationen zu besprechen, sondern um mir, uns, die vollste Unterstützung zu geben für diese Idee, die wir hatten. Das heißt, diese zusätzlichen 2 Jahre waren sie voll dabei. Und das war für mich natürlich eine fantastische Sache. Ja. Leider hat sich Lucky und sein Umfeld gegen diesen Plan entschieden, was ich eigentlich sehr schade finde, weil er hätte sich voll und ganz dieser Situation hingeben können und eben einen weiteren Schritt in seiner Karriereplanung setzen können. Ich persönlich muss natürlich das natürlich akzeptieren, ist auch klar. Aber ich bin auch in der Verantwortung, wie auch in der Pflicht, das momentan Bestmögliche zu tun, damit auch wir erfolgreich spielen können. Heute ist es so, dass uns vorne etwas Wichtiges fehlt. Und darum suchen wir in der Spitze eine Lösung. Und das hat nichts zu tun mit, in Anführungszeichen, Lackenmacher, weil Lackenmacher wird irgendeinmal seine Qualitäten auf den Platz bringen. Aber nicht heute. Noch nicht heute. Aber das Ziel ist schon, eben dem Lackenmacher die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, sich zu verbessern. Und diese Möglichkeit ist natürlich auch jetzt so gegeben. Aber wie noch einmal, es ist nicht so, dass wir Lackenmacher auf das Abstellgleis gesetzt haben. Und ich finde es schade, und ich glaube, dass dieser Plan, den wir hatten, nicht realisierbar ist jetzt, aber er zeigt doch, dass ich als Trainer auf einen so einen Jungen setze. Also ich glaube nicht, dass das etwas anderes hergibt, als ich als Trainer glaube an diesen Jungen. Sonst hätte ich diesen Plan nicht realisieren wollen. Also mehr als dieses Vertrauen in einen Spieler zu geben, zu bringen, kann ich nicht. Ich kann aber auch nicht jetzt in dieser Situation warten, weil am Schluss des Tages werde ich auch mit Resultaten gemessen. Ja. Uli, könntest du das Mikro bitte? Danke. Was bedeutet das, was Sie gerade ausgeführt haben, für Ihr Verhältnis zum Spieler Lackenmacher? Ist das jetzt getrübt, weil Sie ja eigentlich gerne gehabt hätten, dass er woanders Spielpraxis sammelt? Bekommt er jetzt trotzdem eine Chance, wie jeder andere Spieler auch? Oder wie geht man jetzt damit um, von beiden Seiten aus? Also getrübt sicher nicht. Wenn er da bleibt und der Wunsch von Lackenmacher war, hier zu bleiben, hat noch ein Jahr Vertrag, ist ein Teil des Teams und wenn er performt,
bin ich der glücklichste Trainer. Also mein Wunsch wäre gewesen, dass Lackenmacher schon vor meiner Zeit weiter performt hätte, nicht in den ersten 9 Spielen nur, sondern das gegeben hätte, was er in diesen ersten 9 Spielen gezeigt hat, weil ich bin ja auch hierher gekommen und ich wusste, Lackenmacher hat Potenzial. Also ich hätte auch nicht so viel Aufwand jetzt tätigen müssen, um eben einen Stürmer zu finden, der uns einige Tore gewährleistet. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also von daher wäre ich der glücklichste Trainer, wenn der Lackenmacher heute schon weiter das umgesetzt hätte, was er in den ersten 9 Spielen in der Meisterschaft gezeigt hat. Aber die Statistiken sagen schon etwas anderes. Und ich, noch einmal, ich bin in der Pflicht, Lösungen anzustreben, die mir eine gewisse Sicherheit auch bieten, einen Stürmer zu haben hier, der mir Tore garantiert. Im Moment kann mir Lackenmacher diese Tore nicht garantieren. Ich sehe ihn im Training, in den Freundschaftsspielen und das hat mich dazu bewogen, eine Lösung anzustreben. Aber ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Ich werde nicht irgendetwas holen, was mich nicht persönlich überzeugt. Oliver noch? Herr Jakubacci, sind Sie deswegen auch ein bisschen überrascht, dass Ihr ehemaliger Spieler Marius Wiltsch so deutlich gegen Sie ausgesagt hat bezüglich Lackenmacher auch? Das hat Sie möglicherweise auch getroffen, oder, diese Aussagen? Ja, ich habe das mitbekommen. Ich bin eigentlich überrascht von gewissen Aussagen, ganz klar, weil ich glaube, der Wiltsch, er war ja nicht viel präsent in den Trainings letzte Saison. Also weiß ich auch nicht, wieso er zu solchen Aussagen kommt und vor allem, wie er denken kann, dass ich Lackenmacher aus Abstellgleis gestellt habe oder ich ihn mit ihm nicht rechne und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wie er sich da äußern kann über etwas. Es ist mir ein wenig komisch vorgekommen, aber ich glaube, ich habe mit Herrn Wiltsch eigentlich auch nicht ein schlechtes Verhältnis gehabt, auch wenn ich ihn praktisch nie gesehen habe. Aber ich habe ihm dann das ermöglicht, was er auch verdient hat, sich so zu verabschieden bei 1860 München in dieser Art, weil am Schluss des Tages habe ich ja entschieden, das, was am Ende der Saison passiert ist, ob mit ihm wie auch mit Wein. Ich hätte das ja nicht nötig gehabt. Ich hätte sagen können, nein, ich spiele das Spiel, wie ich es mir wünsche. Es ist ernst zu nehmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass ich doch auch verstehe und auch menschlich bin und mit Spielen auch umgehen kann. Und ich glaube, es war emotional etwas sehr, sehr Schönes, auch diese Spieler so verabschieden zu können. Ich glaube, ich hoffe, dass Sie das geschätzt haben. Deswegen waren Sie auch überrascht dann über diese Aussagen jetzt wahrscheinlich auch, oder? Ja, weil ich glaube schon, dass ich ein sehr gutes Verhältnis habe mit den Spielern. Also es ist nicht so, dass ich mit den Spielern absolut nicht rede. Ich rede sogar sehr viel mit den Spielern. Also noch einmal, ich weiß nicht wieso, warum. Das kann nur er beantworten, aber ja. Aber ich möchte jetzt nicht über Wiltsch reden, sondern über eben die Situation hier. Und das ist für mich enorm wichtig. Wie schwer war es? Mal kurz Christoph zwischendrin, der sich schon länger meldet. Eine kurze Nachfrage, weil Sie die vergangene Saison angesprochen haben. Also Lackenmacher hat natürlich die meisten Tore geschossen, als die Mannschaft insgesamt am besten gespielt hat. Deswegen würde ich sagen, seine Leistung war in gewisser Weise auch repräsentativ
über die ganze Saison hinweg. Deswegen die Frage, sehen Sie jetzt, dass seine Entwicklung stockt einfach aktuell oder sehen Sie ihn jetzt eben in seinem Stand jetzt noch nicht als der Unterschiedsspieler? Ja, seine Leistung hat gestockt. Ich glaube, ich meine, unter mir hat er doch sicher 6-mal in der Startelf gestanden, ist 6-mal auch eingewechselt worden. Das heißt ja auch, ich habe auf ihn gesetzt. Also ist nicht so, dass ich nicht auf ihn gesetzt habe oder dass ich ihn auf die Seite geschoben habe, nur weil der Bär wieder zurück war. Aber der Lackenmacher hat auch unter mir, diese 14 Spieler, hatte doch ein paar Einsätze gehabt und sich auch präsentieren können. Also ich glaube schon, dass er die Möglichkeit bekommen hat. Nur noch einmal, es liegt an ihm jetzt, mir zu beweisen, dass er das Vertrauen auch bekommen kann. Ich kann schon vertrauen, aber am Schluss des Tages werde ich dann auch an Resultaten gemessen. Und noch einmal, ob ich jetzt mit dem Lackenmacher die Spiele gewinne oder mit jemandem anderen, das spielt keine Rolle. Ich will gewinnen. Und ich werde alles dafür tun, dass wir die Spiele gewinnen können. Und das ist das Ziel, das einzige Ziel. Und wenn der Lackenmacher da ist, umso besser. Oliver? Herr Kobatschi, wo muss sich Lackenmacher denn verbessern? In welchen Bereichen? Und wo sehen Sie die Defizite bei ihm, dass er in die Spur kommt, dass er auch 60 Minuten helfen kann? Ja, ich glaube, das ist etwas, was ich ihm persönlich sagen werde. Ich glaube, jeder, der einen Lackenmacher spielen sieht, macht sich ein eigenes Bild. Und von daher sollen diese Leute sich ein Bild machen. Ich werde das mit Lackenmacher ansprechen. Ich werde versuchen, wie mit anderen Spielern, die Spieler besser zu machen. Das ist auch Erfolg. Und ich will, solange Lackenmacher hier ist, ihn besser machen. Ich werde ihn unterstützen. Er ist ein Teil des Teams. Ja? Noch einmal, bei Skenderovic, er wollte Spitze spielen. Das ist seine Position. Nur, ich habe ein ganz anderes Anforderungsprofil für den Stürmer gestellt. Und er konnte, wie auch letzte Saison, sich nur über die Seite bewähren. Und nach einer gewissen Zeit musste ich trotz allem feststellen, dass er wahrscheinlich mit dieser Position und mit diesen vielleicht weniger Spielminuten auch nicht glücklich wird. Darum habe ich ihn ins Büro geholt, um eben eine Lösung zu finden. Aber noch einmal, ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe nicht mit dem Berater gesprochen. Ich wollte es ihm persönlich sagen, dass es vielleicht besser wäre, dass wir eine Lösung finden, die ihn glücklich machen kann und wo auch mir keine Last, zusätzliche Last ist. Es ist ja entscheidend, dass sich jemand präsentieren kann und auch glücklich ist, wo er ist und nicht einfach da sein muss. Und ich bin, ehrlich gesagt, bin froh, dass er mit Halle einen Verein gefunden hat, wo er wahrscheinlich dort auch seine Leistungen erbringen kann, in einer Position, die ihm vielleicht besser behagt. Aber ich habe ihm die Entscheidung gelassen, ob. Und darum finde ich es auch richtig, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ich sage nicht, er hat keine Qualitäten. Das stimmt nicht. Er hatte seine Qualitäten. Aber ich möchte natürlich schon Spieler hier haben, die mit Freude bei der Sache sind und eben aus ihrer Position aus die bestmögliche Leistung abrufen können. Und hier hatte er diese Möglichkeit nicht. Darum glaube ich, dass am Schluss des Tages sicher das Richtige war,
mit ihm zu sprechen, ihm das auf den Weg zu geben, auch wenn, klar, man kann sagen, wieso erst jetzt? Aber meine Frage ist, wenn du nicht glücklich bist, dort zu spielen, wieso kannst du auch nicht kommen und sagen, Coach, ich werde mit dieser Situation nicht glücklich. Ich möchte mich verändern. Er hätte auch Ende Saison kommen können, nachdem ich ihm gesagt habe, schau, Skendo, du wirst nicht als Spitze fungieren. Wenn du spielen wirst, wirst du wahrscheinlich über die Seite kommen müssen. Da hätte er mir auch sagen können, in diesem Moment, Coach, wenn es so ist, werde ich nicht glücklich. Dann suche ich eine andere Lösung. Also es ist ja nicht nur ich. Der Spieler muss ja auch dann das Gefühl entwickeln, bringt es noch etwas, hier zu bleiben? Oder ist es besser, dass ich mich verändere, damit ich Leistung und die bestmögliche Leistung abrufen kann? Also es liegt ja nicht nur immer am Trainer. Aber das ist ein ehrlicher Austausch, finde ich. Ob er jetzt stattgefunden hat oder früher hätte stattfinden können. Ich finde, es war noch in der Zeit, wo er eben eine Lösung anstreben konnte. Und klar, ich wollte sehen. Ich habe aber festgestellt in diesen 3 Wochen, dass er nicht glücklich ist mit dieser Situation. Und darum habe ich das Gespräch gesucht mit ihm. Wie schwer ist es denn für Sie jetzt, diese Transferperiode? Günter Gorenzel hat den Verein ja verlassen. Gab es irgendwelche Vorleistungen? Können Sie das beschreiben, wie schwer die Situation auch für Sie ist? Jetzt, weil Sie haben Sie bei Null angefangen, jetzt eben bei der Suche nach neuen Spielern. Wie schwer war das? Ja, also ich muss ehrlich sagen, auch da, ich höre ja auch gewisse Dinge. Und ich höre auch von der Ham-Seite, der Herr Sacchi, Stimonialis und der Herr Power stellen den Kader zusammen. Ehrlich gesagt, es ist nicht korrekt, so etwas zu behaupten, wie auch immer, von wo auch immer es kommt, aber ich habe das auch gehört. Aber ich finde es einfach nicht korrekt, was wir in den letzten 2 Monaten gemacht haben. Ich schlafe vielleicht 6 Stunden pro Nacht. Ich bin morgens bis abends hier. Ich gehe nach Hause und sitze noch am Computer und schaue mir noch Spieler an und telefoniere noch. Also ich bin fast Vollzeit engagiert als Trainer auf dem Platz, neben dem Platz. Ich finde ab und zu noch ein wenig Zeit, um ein wenig in den Kraftraum zu gehen, um mein Knie in Ordnung zu bringen, Velo zu fahren 1 Stunde, eine Kräftigungsübung zu machen, um etwas abzuschalten, wenn möglich. Aber es hat auch andere. Wir sind ein Trio mit Marc Pfeiffer, der das Vertragliche dann versucht umzusetzen. Der Chef-Scout, der Jürgen Jung, der auch die ganze Zeit scoutet, Spieler anschaut, mit mir bespricht, den ersten Kontakt sucht mit den Agenten, dann kommt das Gespräch, das Sportliche, das der Spieler dann mit mir auch trägt, und wenn es dann soweit ist, kommt das Finanzielle dann dazu. Also jeder hat seinen Part und es funktioniert einigermaßen gut. Und wir sind eigentlich jetzt, was wir gemacht haben, eigentlich sehr gut aufgestellt und harmonieren gut. Und dann hört man, wir sind Marionetten. Also jemand, der mich kennt, weiß, dass wenn ich eine Marionette werde, dann bin ich nicht mehr da. Dann ist es mir dann eigentlich gleich. Die Situation hier ist ganz klar strukturiert. Was wir da geleistet haben in den letzten 2 Monaten, ist enorm. Ist enorm. Und die Spieler, die hierher gekommen sind, sind nicht
irgendwie. Es hat schon eine Struktur. Wir haben uns schon mit den Spielen befasst. Es ist wahr, dass klar, das Finanzielle eine wichtige Rolle spielt oder gespielt hat, aber wir haben mit den gegebenen Umständen, haben wir von mir aus sehr gute Arbeit geleistet und das in einem Team. Jeder hat seinen Anteil. Jeder. Und das ist nicht genug hoch anzurechnen. Warte mal, Uli hat sich schon vor längerer Zeit gemeldet. Wenn Sie gerade schon am Aufräumen mit Gerüchten sind, es geistert hier auch immer wieder der Name Max Kurtny durch die Gegend. Spielt er irgendeine Rolle? Berät er Sie? Pflegen Sie da einen engen Austausch? Oder gehört das alles ins Reich der Fabel, was da erzählt wird? Absolut, absolut. Ich weiß nicht, was der Max Kurtny da, was er damit zu tun hat. Ich weiß, der hat genügend zu tun, wo er ist, ja? als sich da mit uns zu beschäftigen. Also von daher weiß ich auch da nicht, wieso, warum. Noch einmal, ich glaube schon, dass man die Arbeit, die wir tun, für den Verein, für 1860 München, wirklich respektieren sollte. Und ich glaube, noch einmal, die Zeit, die ich investiere, ist mir eigentlich echt egal. Echt egal. Wenn es für das Gute, für den Zweck, für den Sinn für 1860 München ist, dann schlafe ich auch keine Stunde. Mein Ziel ist es, ein Team zu präsentieren, das meinen Ansprüchen genügt, einen Charakter hat, der sich nicht runterkriegen lässt im Spiel, das eine Mentalität an den Tag legt. Und ich kann sehen, ich gehe nicht auf Namen. Die Namen interessieren mich nicht. Was mir entscheidend und wichtig ist, wie präsentiert sich der Spieler auf dem Platz? Mit was für einer Mentalität geht er in dieses Spiel? Und wie kann er seine Leistung bestmöglich abrufen? Das ist für mich wichtig. Es ist nicht der Name, der spielt. Es ist der Spieler. Der Spieler, der die Mentalität auf den Platz bringt. Das will ich sehen. Er soll meinen Ansprüchen genügen, meiner Mentalität. Und ich habe am Schluss klar die Verantwortung. Und das ist mein Ziel, ein Kader aufzustellen, der diese Mentalität auf den Platz bringt, die ich mir wünsche. Mussten Sie bei der Kaderzusammenstellung bei Null anfangen oder ist da Vorarbeit geleistet worden? Nein, nicht bei Null. Also wir hatten schon Ideen, wie umsetzen. Klar, nicht jeder Wunsch ist in Erfüllung gegangen, das muss man auch sagen. Wir hatten schon auch andere Spieler auf der Wunschliste, die aber dann nicht machbar waren. Klar, Wünsche hat man immer, man kann es versuchen, aber die Chancen, einen oder anderen Spieler zu bekommen, war gering, aber man hat es versucht. Also wie gesagt, der Jürgen, wie auch der Marc, bekommen ja x Spieler angeboten. Das ist Wahnsinn. Aber wir haben uns diese Sache auch angenommen. Wir haben dieses auch angenommen. Aber es ist eine große Arbeit. Es ist echt eine große Arbeit, sie anzuschauen. Man kann sie nicht persönlich sehen. Aber wir kennen natürlich schon viele, viele Spieler. Der Jürgen kennt auch sehr viele. Er hat sie auch studiert vorher. Also wir haben schon eine Liste von Spielern, die schon letztes Jahr, vor zwei Jahren, die auf unserer internen Liste aufgeführt sind. Und das hat ja auch begonnen mit unserem Sportchef, mit dem Günter Gorenzel, wo schon Listen vorhanden waren, wo wir gesprochen haben, ganz am Anfang, bis zur Zeit, wo er dann uns verlassen hat. Also da hat es schon Gespräche gehabt zwischen mir, dem Sportchef und dem Jürgen. Also da war auch die Kommunikation. Aber am Schluss ging es nicht
dem Wunsch des Sportchefs. Es ging ja versuchen, den Wunsch des Trainers zu erfüllen. Ich musste am Schluss schon einverstanden sein mit diesem Profil. Weil am Schluss des Tages muss ich ja mit ihm arbeiten. Ich muss dann mit ihm arbeiten. Ich habe ihn dann auf dem Platz. Und er muss, wenn es geht, meinen Wünschen entsprechen, meinen Qualitäten, die ich gerne möchte auf dem Platz. Und darum, auch da wurde gemeinsam gearbeitet. Es war nicht so, dass ja, ich nehme und du nehme. Nein, es war schon etwas Gemeinsames, auch da. Rum? Herr Jakobacci, ich denke, man kann ja schon sagen, dass es sowas wie eine Operation bei laufendem Betrieb ist, die da stattfindet, mit diesen vielen Veränderungen, die es gegeben hat in der Mannschaft. Wie sicher sind Sie, dass in der relativ kurzen Zeit ein Team wirklich auch zusammenwachsen kann? Ja gut, sicher ist man sich nie, aber ich kann nur sagen, dass das Team untereinander sehr gut funktioniert, dass gute Atmosphäre herrscht, dass sie sich sehr gut verstehen, schon jetzt sehr gut verstehen, die Neuen sehr gut aufgenommen wurden, sich wohlfühlen und man muss schon bedenken, wenn jemand Neues kommt, er muss sich auch mal im Umfeld wohlfühlen, klarkommen, gewisse Dinge auch privater Ebene müssen auch geregelt werden. Das braucht seine Zeit. Noch einmal, ein Bonga hat geheiratet, sofort wieder auf dem Platz zu stehen, einen Tag später hat einen Tag geheiratet und vorher musste er alles organisieren, hat auch nicht viel trainieren können, kommt dann in ein Mannschaftsgefüge, muss dort trainieren. Also es ist nicht einfach auch für so einen Jungen, auch wenn er groß und kräftig und all, aber jeder hat auch seine eigene Persönlichkeit und einer kommt besser klar als der andere. Man muss diesen Spielern auch mal auch die Möglichkeit geben, sich einzufinden, sich besser kennenzulernen, die Spieler untereinander, auch mit dem Trainer, den Kontakt und die Situation, einer ist ein wenig besser in Form als ein anderer. Es kommt immer darauf an, was hat er in der Zeit gemacht, wo Urlaub war. Die Spieler, die wir hatten, die hatten ein Programm. Aber vielleicht der Bonga hatte nicht so die Möglichkeit zu trainieren, weil er auch mit der Heirat beschäftigt war. Also hat er ein wenig Rückstand. Aber das gilt es jetzt ein wenig zu kompensieren, zu verbessern, dass er wieder näher an das Niveau der Mannschaft kommt. Aber es braucht seine Zeit. Aber der Kern muss sich schon noch finden. Aber ich bin überzeugt, dass nicht nur wir dieses Problem haben. Die anderen Teams haben auch alle die gleichen Probleme. Viele haben sich neu erfinden müssen. Ob das Sandhausen ist oder Bielefeld oder Waldhof Mannheim oder Saarbrücken. Es hat allen Orten viele Abgänge. Es hat wenige Teams, die wenig Veränderungen haben. Also hat das nichts mit der Person Maurizio Jakobacci zu tun, dass der Verein 18 Spieler schon abgegeben hat? Das wollen Sie damit sagen wahrscheinlich, oder? Nein, wir wissen alle, dass viele, viele Abgänge da sind wegen der Vertragslaufzeit, die zu Ende ging und wir die Möglichkeit hatten, eben ein Team zu formen, ein Kader auf die Beine zu stellen mit unseren Vorstellungen. Das war die Chance, die wir hatten, etwas zu verändern. Dass Skenderovic jetzt gegangen ist, das ist der Situation gegeben. Ja? Aber die vielen Abgänge, die wir hatten, Bär, Boyamba, die waren alle Ende Vertrag. Ja? Also von daher hatten wir jetzt die Möglichkeit, schon etwas zu verändern. Aber noch einmal, die sind nicht gegangen, weil sie nicht mit dem Trainer klargekommen sind. Sonst rufen sie Boyamba an. Oder sonst rufen sie den Bär an. Es spielt keine Rolle, wer. Ich hatte mit Moll kein Problem, ich hatte mit Vino kein Problem, ich hatte mit Wilsch auch kein Problem.
Kobe hatte ich privat, kein Problem. Kein Problem. Mit Holzhauser auch nicht. Also, von daher, ich kann guten Gewissens absolut jedem in die Augen schauen und mit ihm reden. Absolut. Sie haben ja gerade geschildert, dass Sie die Spieler nicht live beobachten konnten. Sie müssen sich da auf Videos stützen, auf Telefonate. Jetzt sind 10 neue gekommen. Die einen sind schon länger da, die anderen kürzer. Haben denn bisher, vielleicht Bonga ausgeklammert, haben Sie ja gerade schon was dazu gesagt, haben alle bisher eigentlich die Erwartungen erfüllt? Haben alle das gebracht, was sie sich erhofft hatten, als sie sich für eine Verpflichtung stark gemacht hatten? Ja, ich glaube schon, dass wir da von den Typen her, von den Charakteren her Spieler da haben, die sich beweisen wollen. Das ist enorm wichtig. Die gerne zu diesem Verein gewechselt haben, die willig sind, sich wieder in Frage zu stellen und auch beweisen wollen, dass sie Qualitäten haben. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man nicht jemand holt, der sagt, ja, ich habe jetzt nichts gefunden, ich gehe zu 1860 München. Das ist nicht das, was ich will. Und darum, sie sollen brennen, sie sollen wirklich diese Atmosphäre reinziehen. Sie sollen wissen, hey, ich bin in einen Club gekommen, der mir das und das, die Emotionen bieten kann, die ich anderswo vielleicht nicht finde. Aber ich will mich persönlich wieder dorthin bewegen, wo ich mal war. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und die haben alle Qualitäten. Die haben alle Qualitäten. Und diese Qualitäten haben sie noch nicht abgerufen, weil ich glaube schon, dass sie noch viel mehr zeigen können als das, was sie im Moment gezeigt haben. Aber das wissen wir alle. Sie sind am Anfang etwas Größerem. Und das ist eine Entwicklung, die wir miteinander machen müssen. Aber das erwarte ich auch von denen, die hier geblieben sind. Ich erwarte auch von diesen eine Entwicklung. Herr Jakobacci, könnten Sie eine Einschätzung abgeben zu Philipp Steiner? Der hat sich ja letztes Wochenende verletzt in Wemding, soll eine Bänderverletzung haben. Was hat er genau? Wie lange fällt er aus? Ja, das ist natürlich schon schade. Aber ich glaube, er wird sicher noch Minimum die 5 Wochen brauchen, dass er wieder einsteigen kann. Natürlich wünsche ich mir, dass es eine kürzere Zeit ist. Aber wir werden da sicher schauen, wie wir das organisieren können, dass er nicht all das jetzt wieder verliert, wo er sich aufgebaut hat, ausdauermäßig. Weil das ist ja auch entscheidend, dass er dann eben nicht all das wieder verliert, weil es wäre schade, dann bräuchte er natürlich noch einmal mehr, um dass er wieder zurück ist. Ja. Jetzt stehen ja 2 Miniturniere an. Der Start drückt näher. Was kann man denn am Samstag in Unterhaching schon erwarten von Ihrer Mannschaft und was wollen Sie sehen? Worauf kommt es Ihnen an? Ja, wir würden schon sehen, dass wir einigermaßen defensiv solid stehen können, auch wenn wir es jetzt nicht so viel trainiert haben. Aber dass wir Grundprinzipien natürlich schon zeigen, uns natürlich auch besser präsentieren. Aber von da gehe ich aus. Es ist ganz eine andere Dynamik natürlich, wenn man gegen solche Gegner spielen darf. Aber wir werden da sicher 2 Mannschaften auf die Beine stellen, die natürlich schon sich so präsentieren können, wo sie auch Leistung abliefern können. Der Wunsch ist natürlich schon, dass wir mit dem Ball gewisse Abläufe anstreben können, die wir jetzt ein wenig auch wieder erfrischt haben, aber vor allem für die Neuen, dass sie verstehen, okay, das ist das und das, was wir umsetzen möchten. Und es wäre schon wünschenswert, wenn man diese Sachen ein wenig auch sieht. Aber ich gehe davon aus, dass sie das auch gut umsetzen werden. Gut ist auch, dass wir
jeder Spieler 60 Minuten in den Beinen haben kann, weil im Moment waren es wenige, ganz wenige, die ja mehr als 45 Minuten gespielt haben. Und auf 60 gehen zu können, ist natürlich auch gut, weil vom Physischen her gibt es auch einem die Möglichkeit, eben einen besseren, höheren Rhythmus anzugehen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist sicher ein Ziel. Und natürlich hoffen wir natürlich, dass wir verletzungsfrei bleiben. Das ist natürlich immer etwas, was sehr, sehr wichtig ist in dieser Phase. Dann haben Sie jetzt angefangen, Ihren Sturm ein bisschen zu stärken durch die Verpflichtung von Soleimani und dann Schröter. Wie komplett ist denn jetzt der Angriff, wie Sie ihn sich vorstellen? Und können Sie vielleicht paar Sätze zu den genannten Spielern sagen, die schon gekommen sind zu Wochenbeginn? Ja gut, natürlich mein Wunsch, Soleimani zum Beispiel, wünsche ich mir natürlich schon, dass er einer von denen ist, der sich eben so gut wie möglich präsentieren will, und da gehe ich auch davon aus, dass er alles dafür tun wird, dass er diese Form, die er vor 2 Jahren gezeigt hat, oder so, ja, als er bei Waldhof Mannheim war, da hat er wirklich sehr, sehr performt. Ich glaube schon, dass er Qualitäten hat, die uns zugutekommen werden. Das andere ist natürlich, wie Skenderovic, er hat auch in der letzten Zeit auf der Außenposition gespielt, was sicher für ihn auch nicht das Gelbe vom Ei war. Und hier wird er wahrscheinlich eben als Spitze fungieren, als Backup oder als Stamm, wenn möglich, wie auch immer. Es kommt auf auf seine Leistung auch drauf an. Aber der wird sich sicher auch von der besten Seite präsentieren wollen und sich beweisen wollen, dass er schon das und das umsetzen kann. Das, was Schröter anbelangt, dass es am Schluss geklappt hat. Es war ja nicht so, dass er hätte kommen sollen, weil am Anfang, wir hatten Schröter schon lange im Visier, nur hat es dazumals nicht geklappt. Ganz einfach. Und finanziell? Nein, nicht finanziell, sondern der Situation. Ja, er machte sich sicher noch Hoffnung, dass er dort vielleicht trotz allem noch eine Chance bekommt und so weiter und so fort. Und am Schluss des Tages hat sich dann ausgestellt, okay, die Situation ist vielleicht nicht so, wie er es erwartet hat. Und darum haben wir noch diese Möglichkeit bekommen, und wir haben einen Spieler, der, wenn er so performen kann wie in Zwickau oder in Dresden auch zum Teil, also nicht nur ich, aber auch wir alle wissen, zu was er fähig ist über die Seite. Er bringt enorm viele Sachen mit, ob es dann offensiv, aber auch defensiv ist. Er bringt auch charakterlich gewisse Dinge mit, was auch sehr, sehr wichtig ist. Klar, er muss es zeigen. Er hat keinen Freischein. Er muss auch sich immer wieder unter Beweis stellen. Aber die Konkurrenz ist ja da, um sich gegenseitig zu stoßen, sich gegenseitig zu pushen, höchstmögliche Leistungen abzurufen. Das ist eigentlich das Ziel. Dann wollen wir langsam zum Ende kommen. Oliver nochmal. Herr Kovacic, was haben Sie vor auf der Sechserposition? Tim Rieder fällt ja aus. Dann ist mir fast der Name entfallen. Malon Frei ist gesperrt die ersten 2 Spieltage. Was haben Sie da vor? Ist es eine Möglichkeit, dass vielleicht auch Tim Klos vielleicht zu seinem Debüt kommt, gleich am ersten Spieltag? Das lasse ich sicher noch offen. Wir werden sehen schon mal, was mit Glück passiert. Der hat ja auch eine OP gehabt gestern.
und musste sich am Gelenk etwas zurecht operieren lassen. Leider ist, ich glaube, ich weiß es nicht, am Puls, da, ja, ich ein kleiner Bruch, hat den Ball an die Hand bekommen und es ist ein kleiner Bruch gewesen, den man leider operieren musste. Und das ist natürlich auch ärgerlich, aber natürlich hoffe ich, dass er auch mit einer Schiene dann zur Verfügung stehen kann. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber werde sicher da Bescheid bekommen. Also fällt er aus für den Saisonstart? Eben, ich weiß nicht, ob er mittun kann, auch mit einer Schiene oder nicht. Ich hätte jetzt noch drei abschließende Fragen für eine Umfrage. Und zwar A, wer sind Ihre Favoriten auf die Aufstiegsplätze? Soll ich sie gleich alle drei stellen oder lieber nach und nach? Ja, ich habe sie, glaube ich, schon gleich beantwortet. Hä? Glaube ich, also ich habe gesagt, nicht, also okay. Kurz, also. Nein, aber ich glaube schon, dass mit Sandhausen, Dynamo Dresden, ich glaube, es ist auch Saarbrücken, den man, aber es gibt auch mehrere andere, Bielefeld, Ingolstadt, also die werden alle sicher Gas geben, um ein Wörtchen mitzureden, aber nichts gegen die anderen Vereine, aber das sind eigentlich die ja, am Anfang der Saison wahrscheinlich hoch gewertet werden. Jetzt kommt die zweite, also sind nur drei, keine Sorge. Zweite Frage, was trauen Sie Ihrer eigenen Mannschaft zu? Das kann ich jetzt hier nicht beantworten, weil der Kader noch nicht komplett ist. Also von daher haben wir schon noch eine große Arbeit vor uns, aber wir haben nicht Angst vor dieser Arbeit. Wir wissen, wo wir noch arbeiten müssen, an vielen Orten, aber ich bin auch guten Mutes, dass ich ein Team habe, das gewillt ist, Fortschritte zu erzielen und sich weiterentwickeln will, individuell wie auch als Team. Letzte Frage, worauf freuen Sie sich denn besonders in der kommenden Saison? Dass Sie von Anfang an hier sind oder auf die Heimspiele, die ausverkauft sind oder auf die neuen Mannschaften, die dazukommen? Ja, ich freue mich allgemein auf das Hier und Jetzt. Ich versuche tagtäglich eben mit Freude und Begeisterung ins Trainingsgelände zu fahren, die Spieler zu motivieren, wirklich sich ins Zeug zu legen. Und ich freue mich enorm, die Entwicklung des Teams zu sehen, weil das ist das Schönste, wenn ich sehe, wie sich die Mannschaft entwickelt. Und es ist nicht immer einfach, das zu sehen, weil man ist tagtäglich mit ihnen zusammen. Und es ist ja wie mit deinem Kind, wie gesagt, das habe ich schon mal erklärt. Wenn ich tagtäglich mit meinem Kind zusammen bin, sehe ich es nicht richtig wachsen. Aber wenn jemand es nach 6 Monaten sieht, dann sieht er eine große Veränderung. Aber für mich ist es nicht richtig ersichtlich. Und trotz allem muss ich das eben sehen als Trainer. Diese Entwicklung, die Mannschaft eben mitmacht und auf das freue ich mich enorm. Auf das freue ich mich enorm. Und der regionale Aspekt, ich meine, wir haben jetzt mit Ulm, Regensburg, Ingolstadt, Haching wieder sehr viel Mannschaft in der Gegend. Das ist wahrscheinlich. Es ist schön, es ist fantastisch. Es sind viele Derbys, das ist fantastisch. Also ich finde das sehr, 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 sehr interessant. Aber wir wissen ganz genau, Derbys sind spezielle Spiele. Alles ist immer möglich, man muss immer Vollgas geben, weil es ist nie vorneweg klar. Und darum heißt es, sich wirklich voll ins Zeug zu legen. Klar, die Anreisen sind kürzer, das macht es natürlich auch einfacher, aber Derbys sind Derbys. Ich möchte noch etwas zum Schluss auch noch sagen, was mir auch auf dem Herzen liegt, das Nachwuchsleistungszentrum. Ich meine, darum, ich glaube, an dieser Stelle möchte ich schon ein großes Lob aussprechen, was Sie dort unten auch machen. Angeführt von Manfred Paula, der sicher ein sehr guter Mann ist, der weiß, wie es funktioniert.
und eben diese gute Arbeit doch man schätzen muss. Darum auch dem e.V. An dieser Stelle ein großes Dankeschön ausspricht, weil es wird ja vom e.V. auch finanziert. Und ohne ihre Unterstützung wäre das auch nicht möglich. Also wir haben da auch, ich in erster Person, dem Kloss natürlich nahegelegt, einen Vertrag zu unterzeichnen, ihn länger an uns zu binden, ihm die Möglichkeit geben, im Moment jetzt hier mit der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Wir haben da wirklich gute Qualität, wie den Winkler das Gleiche. Also darum, es kommen ja immer wieder Spieler nach. Man kann natürlich nicht immer den Wunsch hoffen und weiß nicht was, dass Morgallas jedes Jahr oder die Worlds jedes Jahr so angeschwommen kommen. Aber der World Anfang Saison war ja auch nicht so hoch gehandelt. Und man hat gesehen, was für eine Entwicklung er da mitgemacht hat. Er hat die Chance natürlich wahrgenommen. Er hat die Chance wahrgenommen. Und darum ist es schön, dass man sieht, wo er jetzt ist. Klar hätte man den Wunsch gehabt, ihn hier weiter zu verpflichten, was wir leider verpasst haben. Und darum haben wir jetzt auch vorgängig gewisse Dinge auch jetzt geregelt. Der Dordan ist auch, der Mason ist auch, die haben ja weiter auch Verträge unterzeichnet. Also wir haben da auch etwas geleistet, gearbeitet. Ich als Trainer, ich habe Vertrag bis 2024. Es könnte mir eigentlich egal sein. Ich müsste mich auch nur für diese nächste Saison interessieren. Und trotz allem habe ich mich gekümmert und Gedanken gemacht, für diese Jungen, sie an den Club zu binden, damit man nicht eben Fehler begeht. Dass man vorgängig schon gewisse Spieler, junge Spieler an uns binden kann für die Zukunft 1860 München. Weil es ist ein Kapital. Aber hätte es mich angehen sollen? Etwas angehen? Nein. Ich könnte egoistisch denken. Ich sage, es interessiert mich doch nicht. Was ich will, ist die nächste Saison. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Aber es ist nicht so. Es ist schon. Aber die haben schon vorgängig verlängert. Die waren ja Ende Vertrag, Nachwuchsvertrag. Die haben einen neuen Nachwuchsvertrag unterzeichnet. Ja? Für ein Jahr. Und das ist auch wichtig. Weil sonst wären sie heute nicht mehr da. Und der Charge, klar, Charge ist jetzt wieder in die U21 zurückgestuft worden. Aber das ist nicht etwas Negatives. Das darf nicht etwas Negatives sein. Der Dordan, der ist immer noch da. Aber vielleicht auch er wird in der nächsten Zeit auch wieder da unten trainieren. Aber das ist nicht negativ. Aber es soll ein Ansporn sein. Er hat sich hier schon entwickelt. Können Sie vielleicht noch zum Abschluss ein Wort sagen zu dem wahrscheinlich größten Mosaiksteinchen, das Sie noch diesem fehlenden Neuner, dem Mittelstürmer. Wie weit seid ihr da? Und wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir vielleicht noch vor dem Drittligastart hier ankommen? Ja, wir sind schon dran. Wir sind schon mehrere Male dran gewesen an einem Neuner. Jetzt sind wir schon wieder an einem Neuner dran, der den Anforderungsprofil entsprechen könnte. Das wird sich sicher in den nächsten paar Tagen auch da entscheiden, ob es machbar ist oder nicht. Aber noch einmal, Situation ist natürlich, in was für einem physischen Zustand kommt er? Wie viel braucht es, damit er wieder auf dem Niveau ist, wo wir ihn dann einsetzen können? Und das gilt es auch abzuchecken.
Er kann schon kommen, aber vielleicht ist er noch nicht bereit, vielleicht die ersten Spiele, ersten zwei Spiele zu machen, weil er einfach vom Physischen her noch nicht dem Niveau entspricht, was wir uns vorstellen. Dann muss man ihm auch diese Zeit geben. Und da gilt es nicht einfach, ja, wir haben den Neuner geholt, jetzt spielst du. Nein, er kann sich am ersten Spiel schon wieder verletzen. Also ist es ein vereinsloser Spieler, wovon Sie jetzt gerade... Nein, aber es kann sein, dass er die Trainings noch nicht begonnen hat mit dem Team. Ja, dann haben Sie den Lackenmacher. Habe ich einen Lackenmacher, haben den Suleimani oder kann den Bonga vielleicht vorne reinstellen, aber ich spiele auch ohne Stürmer vielleicht. Kann auch sein. Ich habe schon Lösungen. Aber das Ziel ist schon, dass man dem Spieler die Möglichkeit gibt, zu performen. Zu performen heißt, dass er fit sein muss, um Leistung abzurufen. Und ich ihm absolut keinen Gefallen mache, wenn er nicht fit ist. Weil das Publikum wird ihn beobachten, ihn sehen. Und man wird ihn an dem messen, was sie sehen. Und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Gut, dann haben wir eine schöne Brücke vom begonnen mit dem Stürmer, geendet mit dem Stürmer. Danke, dass ihr so spontan kommen konntet heute. Ja, danke vielmals. Ja. Und dann schönen Nachmittag.